In diesen Zeiten wird oft von Solidarität gesprochen. Ein Wort, das mir persönlich ganz wichtig ist, fällt eher selten. Empathie, Mitgefühl. Da schreiben Mütter, dass sie total überfordert sind, ob ich nicht mal einen Livestream oder ein Webinar machen könne zu dem Thema. Ich treffe auf der Straße eine Frau an mit ihren zwei kleinen Kindern, die weinen. Sie steht daneben, weint und sagt, ich kann nicht mehr. Antwort auf Facebook, ja, also früher, zu Zeiten meiner Großeltern, da hat man halt Kinder noch erzogen und da wussten noch Kinder, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Früher, ich höre im Zusammenhang mit Corona ganz viel Vergleiche. Vergleiche mit Krieg. Wir leben im Corona-Krieg vielleicht, aber wir leben nicht im Krieg. Vergleiche mit Italien und Amerika. Wir leben in Deutschland. Vergleiche mit. Vergleiche bringen gar nichts. Vergleiche sind eben das Gegenteil von Empathie. Gestern sagt mir eine Führungskraft am Telefon, erzählt mir die persönliche Betroffenheit und weint dabei. All das wird im Moment von noch ganz vielen Menschen, die für die Verlängerung der Ausgangsbeschränkung sind, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will, aber die dafür sind, wird es einfach so vom Tisch gebügelt. Da lese ich ganz oft davon, ey, es geht uns doch gut in Deutschland. Ja, in der Tat, ich bin auch dankbar, hier zu leben. Wir haben mit das beste Gesundheitssystem weltweit, wieso ich auch glaube, dass wir Gott sei Dank so wenig Tote haben. Denn zum Beispiel das Thema Sauberkeit in Krankenhäusern, auch wenn wir uns in Deutschland mit den Keimen genauso beschäftigen müssen in Krankenhäusern, so ist es doch sicher mit am besten weltweit. Und zum Beispiel in Italien gibt es sehr viel Antibiotikakonsum, der jetzt da sicher auch mit reinspielt. Fakt ist, wir leben hier und jetzt. Und wenn jemand mir zeigen will, ob er Verständnis hat und sich in meine Schuhe reinstellen will, erkenne ich eben auch daran, dass jemand auf Vergleiche verzichtet. Das Leid des Menschen ist immer subjektiv und es hilft niemandem, wenn jemand Angst hat oder leidet, ihm zu sagen, ist er nicht so schlimm und mit Argumenten zu kommen. Und das Lieblingsargument sind im Moment Menschenopfer. Und ich habe dazu ja schon mal was veröffentlicht. Im Moment wird der Tod unterschiedlich bewertet. Es gibt Corona-Tote, gestern waren es 336. Und die gilt es im Moment zu vermeiden. Das ist ja das, was auch, ich höre immer wieder von den Politikern, Gesundheit first. So, dann gibt es circa 2600 Tote jeden Tag in Deutschland abseits von Corona-Toten. Und die sterben jetzt teilweise alleine in Krankenhäusern. Auf der Beerdigung dürfen je nach Bundesland 10 oder 20 Leute dabei sein. Eine Tragödie. Und es gibt dann natürlich innerhalb dieser 2600 Toten Tote durch Suizid, durch Unfall, durch Erkrankungen, Herzinfarkt und so weiter. Also daher, auch das bringt mich persönlich überhaupt nicht weiter, indem man mir sagt, mir wäre die Wirtschaft wichtiger und ich würde dafür Menschenopfer akzeptieren. Auch das hinkt für mich, weil das Leben ist nicht entweder oder schwarz oder weiß, sondern es hängt alles zusammen. Also zum Beispiel können wir uns ein Gesundheitssystem wie in Deutschland nur leisten, weil wir bis dato eine florierende Wirtschaft hatten. Und das darf man nicht vergessen. Daher auch ich selber wurde heute angegangen, ob ich einfach auf gut Deutsch zu blöd sei, jetzt mein Business anders dazu zu stellen oder zu gestalten, denn man bräuchte doch, hätte doch jetzt ganz viel Bedarf an meinen Themen und deswegen müsste ich mich buchstäblich nicht vor Aufträgen retten können. Ja, das ist die Theorie, die Praxis ist eine andere. Gestern hat mir ein Personaler ganz ehrlich gesagt, der Vorstand hat entschieden, alle Trainings und Vorträge werden für 2020 gestrichen, weil kein Geld. Also Bedarf ist das eine, aber ja, ich mache ja sowieso schon gratis Webinare, nur davon kann ich meine Miete dann auch wieder nicht bezahlen. Also manche Menschen machen sich schon verdammt einfach, weil sie einfach nicht bereit sind, in die Schuhe des anderen mal zu steigen. Ja, also
Daher, wir brauchen doch jetzt ein Miteinander. Und ein Miteinander beinhaltet, dass wir uns manchmal Kommentare in den sozialen Netzwerken einfach schenken und dass wir Empathie zeigen, leben, Menschen zuhören, ohne ihr Fühlen abzuwerten. Und ich soll mal hier jetzt in Facebook sachlich bleiben. Nein, das Leben sind 95% Emotionen. Es gibt ganz viel Ängste jetzt, auch wenn manche die nicht sehen wollen. Schreibt mal eine, ihr geht super im Hintergrund grasen mit Pferde auf ihrer Koppel. Ja, dass es ihr vielleicht gut gehen mag, okay. Aber, und ich denke auch so ein bisschen in die Zukunft, ja. Und ja, mir deswegen zu sagen, weil ich gerade manche Dinge kritisch in Deutschland sehe, weil ich mir ein bisschen was anderes wünsche, weil ich nicht verstehe, wieso es so viele Virologen gibt, die so unterschiedlichster Meinung sind. Ja, ein Lauterbach will, dass wir noch ein Jahr zu Hause bleiben und jemand wie Professor Streeck, der dann sagt, ja, wir sterben 0,37% an Corona. Also auch das ist ja innerlich, macht das schon was mit mir. Und daraus abzuleiten, ich sei nicht optimistisch, sondern pessimistisch und deswegen wolle man bei mir kein Coaching buchen. Sehr einfach gemacht. Sehr einfach. Ja, also die Menschen, die mich kennen, die wissen, dass ich wirklich jemand bin, der voller Lebensfreude steckt. Aber schaut euch bitte den Film an. Alles steht Kopf. Das Leben besteht nicht zu 100% aus Freude. Der Mensch hat, es gibt vier Grundemotionen. Freude, Trauer, Angst und Wut. Und auch diese sind in mir. Und ich bin dann ehrlich und authentisch, wenn ich auch sage, dass ich in diesen Zeiten natürlich auch manchmal mich justieren muss. Dass mein Optimismus nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche bei 100% ist. Wäre ich nicht optimistisch, würde ich nicht so Gas geben. Ich nehme momentan immer noch viel Geld in die Hand, obwohl ich kein Einkommen oder fast kein Einkommen habe. Ich investiere in eine Zukunft, die sich eben jetzt auch mit anderen Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten gestaltet, weil ich optimistisch und zuversichtlich bin. Bitte auch hier einfach trennen. Politisch eine Meinung zu haben, sich was zu wünschen, heißt nicht pessimistisch zu sein. Denn wegschauen ist für mich noch nie ein Weg gewesen, sondern hinschauen und nach Lösungen suchen. Und wenn ich dann eben mich politisch äußere, weil ich eine Idee habe von einer anderen Lösung, dann hat das für mich nichts mit Pessimismus und Optimismus zu tun. Optimismus heißt im Übrigen, sich ein positives Bild von der Zukunft zu machen und das Gute zu sehen. Und ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ich liege jeden Morgen im Bett und habe mein Zukunftsbild, steigt da ein und sehe mich wieder im Kaffee sitzen in der Sonne mit einem guten Buch und den Menschen teilweise zuschauend, wie sie durch die Stadt laufen, ihre Einkäufe erledigen. Und ich weiß auch, dass auch mein Business sich wieder entwickeln wird. Und doch gibt es auch Themen, die mich jetzt bewegen und nicht immer nur im Sinne von Chaka. Ja? Also, daher, und ihr könnt mir gerne noch ein paar Mal drunter schreiben, soll sachlich bleiben, dem werde ich nicht folgen. Ja? Also, das Leben besteht aus Emotionen, denn wenn ich immer sachlich wäre, hätte ich auch keinen Zugang zu meiner Freude. Und genau die Freude an kleinen Dingen ist das, was mich jetzt aufrechterhält. Die Freude an Radtouren, die Freude jetzt Gegenden bzw. Stellen zu entdecken, die ich lange nicht mehr besucht hatte. Zum Beispiel die Schwäne zu beobachten, die Enten, die Mega-Sonnenuntergänge teilweise. Jetzt sollen die nächsten Tage das Wetter schön sein. Ich werde wieder natürlich rausgehen. Zu sehen, wie, ja, ich beobachte gerne Kinder, die am See spielen, im Wasser spielen. Und also, wie gesagt, auch das Leben, also wir können nur Freude empfinden, wenn wir auch die Traurigkeit empfinden. Und daher für mich ist es ein Geschenk, emotional zu sein. Für mich ist es keine Strafe, sondern es ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk nehme ich an. Und auch wenn es manchmal bedeutet, gefrustet zu sein, traurig zu sein, zu weinen. Und in diesen Zeiten darf man weinen und Momente der Freude haben. Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Ja,
Ich freue mich über eure Kommentare und ich überlege mal, ob ich den Film auch auf YouTube stelle, ob er auch eine Quelle für andere ist. Ansonsten bleibt gesund, optimistisch und zuversichtlich.